Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elexi. Ja, was ich eigentlich mal loswerden wollte, so Zusammenfassung mal vom Game. Wir sind wahrscheinlich die Bestie, waren so ein großes Tier bei den Alps, waren ein richtig heftiger Boy. Auf jeden Fall waren wir auf einer Mission, wir wurden abgeknallt, einer hat uns verraten, erschossen, dann wurde unser Zeug geklaut. Jetzt sind wir so ein Wicht. Weißt, obwohl wir ja eigentlich Alp konsumiert haben müssen, bis zum geht nicht mehr. Alp, ich meine Elex konsumiert haben müssen, damit wir Alp werden konnten. Sind wir verhältnismäßig dafür echt schwach ohne unsere Ausrüstung. Also wir können ja gar nichts. So ein kleines Viech macht uns ja schon fertig. Eigentlich müssten wir doch von Natur aus schon richtig, richtig stark sein, oder? Des Weiteren hätte ich mich vielleicht healen sollen. Gott sei Dank habe ich gerade gespeichert. Wir healen uns und wir machen den mit dem Boden platt. Nice. Okay. Und Bogen ist unser bester Freund, glaube ich, in dem Spiel, wie es aussieht. Könnte ich eigentlich erstmal hochskillen als erstes mit dem Bogen. Und irgendwann dann vielleicht den Nahkampf wechseln. Weil so sparen wir uns einen Haufen Fleisch. Irgendwie passt das nicht ganz so. Wir sollten eigentlich viel, viel stärker sein, wenn wir diese... Wenn meine Vermutung wahr ist und wir sind eigentlich die Bestie. Der sah ja auf dem Bild genauso aus. Kann mich natürlich auch irren. Vielleicht ist es auch unser Zwillingsbruder. Wir wissen ja nicht genau, wer wir sind. Schwacher Krippe. Zack, 5 Erfahrung. Bam, easy. Oh, was lag da noch? Trollkraut. So weit, so gut. Ja, so zur Zusammenfassung auf jeden Fall. Okay, jetzt gucken, dass wir nicht verrecken. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir sind. Wir speichern. Erster Überblick verschaffen. Aktuell würde uns halt echt jeder verprügeln. Der wahrscheinlich nicht, den könnten wir fertig machen, aber... Waren wir hier schon? Ach, das ist die Dings, oder? Hier waren wir doch anfangs, oder? Ja, das müsste das gewesen sein. Ja, war es auch. Okay, ich weiß, wo wir sind. Gut. Hier ist auch der Teleporter. Dann könnten wir eigentlich gerade mal kochen, wenn wir hier sind. Da oh, Suppe. Was. Drüse, Giftkraut und Wasserflasche. Gibt Begiftresistenz und Gesundheit. Wir könnten ein bisschen gebratenes Fleisch, ne? 17 Stück, bam. Haben wir ordentlich gesammelt mittlerweile. Können wir auch gleich mal 2 nehmen, um wieder full life zu sein. Vielleicht hätte sogar 1 gereicht. Oh, was haben wir da drüben noch? Wo ist überhaupt das Riesenviech? Ich hab Angst. Du wirst mich noch kennenlernen. Ciao. Ich dachte so, hä, wo sind ich denn hier gelandet? Gehen wir auf die Autobahn. Oh, okay, er lässt mich in Ruhe. Waren alle immer so aggressiv? Wie nice das einfach gemacht ist. Immer noch so unwirklich, so Natur, Mittelalter und dann immer wieder diese, ja, die alte Zeit halt. Das ist schon nice. Wir müssen hier weg. Die komischen Steine sind auch ein bisschen verwunderlich. Schaffen wir es da hoch? Ja. Wow, okay, was haben wir hier? Schick, da ist ein Teleporter. Den will ich gerne aktivieren. Wenn wir schon mal hier sind.
Sehr schön, und gleich mal speichern. Oh, hier haben wir Setzerbrot. Da ist eine Ratte. Kranke Pestratte, kranke Pestratte. Ja, die sind ja easy. Wir haben keine Pfeile mehr. Easy. Kommt gleich die nächste. Da kommt gleich die nächste. Plündern. Angst. Das speichern. Das schafft man nicht. Ciao. Oh, Alter. Okay. Ciao. Erstmal mal 3 Fleisch. Er rennt uns immer noch hinterher, gell? Oh. Ich würde hier sehr gern reingehen, aber weit ist es eigentlich noch. Es geht. Was haben wir da? Das Ding böse ist. Ich gehe da mal kurz hin. Die Frage wurde beantwortet. Das Ding ist böse. Das Ding ist tödlich. Wir müssen weg. Ah, die Gegend gefällt mir immer mehr, wo wir hier sind. Alla. Oh, der ist auch tödlich. Schön, 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 schön. Nette Gegend hier, nette Gegend. Alter, was bist du denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwas stimmt hier nicht. Das kann doch nicht sein, dass hier alles so overpowered ist. Oh. Nochmal 2 Fleisch nehmen. Speichern. Ah, wir haben keinen Bogen mehr. Schade. Achtung, Achtung, Achtung. Trinken noch mal was? Lieber zur Sicherheit. Oh. Alter, du kriegst hier überall aufs Maul. Das ist ja nicht mehr witzig. Speichern.
Nein, nicht entsetzen. Wir nehmen den Heiltrank gerne. Können wir noch ein paar von gebrauchen. Die Fackeln sind so useless irgendwie. Oh, Truhe. Mechanikerhose. Suppe. Dietrich, gerne. Gute Telle, gute Löffel. Nehmen natürlich alles. Ist die Hose. Wir haben die Werkerhose. Das bringt jetzt halt gar nichts. Sieht nur ein bisschen anders aus. Also Klamotten wären schon ganz geil. Oh, Dietriche, sehr gut. Oh, eine gute Gabel. Gutes Messer. Guter Löffel. So, da gucken wir uns noch ein Euro im Obergeschoss. Gut, Obergeschoss. Im Obergeschoss rum. Warnmeldung, 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 Warnmeldung. Ein Serienmörder nutzt das allgemeine Chaos und ermordete junge Frauen mit langen schwarzen Haaren im Alter von 20 bis 25. Ich warne alle Bürger, die sich in ihren Häusern verstecken. Passt auf eure Töchter auf. Meine hat er erwischt. Nehmt meine Warnung ernst. Okay. Unfreundlich von dem Typen. Aber ist klar, wenn so ein Chaos dann wie damals mit den Meteoriten passiert, dass die Leute das komplett ausnutzen und halt das schlimmste, sanftes Toilettenpapier überhaupt zum Vorschein kommt. Oh, da war noch was. Alte irgendwas. Alte Münze. Da war noch eine, ich habe sie gesehen. Ja. Ein Foto. Okay, wie sie wahrscheinlich früher aussah, oder? Krass. Oder ist das von der, von den, nee, das ist wahrscheinlich, wie sie früher aussah. Nummerierter Titel 4 erhalten. 1. Alles klar. Diese Fackeln sind immer so useless. Nummerierter Zettel 2, Zigarette. Ich habe das Gefühl, hier gibt es vielleicht ein Safe. Cooles Spielzeugauto, ey. Hier gibt es bestimmt ein Safe. Oder auch nicht. Warum habe ich hier nummerierte Zettel? Öllampe. So. Ich musste kurz unterbrechen. Tut mir leid. So, mit den Zetteln. Warum liegen hier Zettel mit Nummern drauf? Das ist echt eine gute Frage. Aber es scheint hier jetzt nichts weiteres zu geben. Ich finde es richtig nice, wenn du in so Häuser kommst, jetzt abgesehen vom Kämpfen, was ich nicht so geil finde, weil ich halt ziemlich hart aufs Maul kriege, finde ich das aber richtig gut gemacht hier. Wir gucken jetzt nochmal kurz aufs Dach. Leider keine Truhe. Was liegt da? Ein Schwefelbrocken nehmen wir natürlich mit. Der scheint auch relativ selten zu sein. So. Ähm.
Schattenkraut. Heilpflanze. Okay. Ja, mal sehen. Vielleicht brauchen wir die Zettel irgendwann. Vielleicht gibt es hier irgendwo mal irgendwann mal ein Safe, wo wir den brauchen. Mal gucken. Mal gucken. So, hier sieht es ja relativ friedlich aus. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen weiterkommen. Wie weit ist es eigentlich noch entfernt? Wir kommen schon relativ nah. So, die Hintergrundgeräusche in dem Spiel sind auch richtig gut gemacht. Okay, was haben wir da hinten? Oh nein. Da müssen wir uns in Acht nehmen vor denen. Die sollten uns nicht unbedingt sehen. Ich würde gern schleichen können. Okay. Radio. Ich hätte gern auch eine Schusswaffe, mit der ich mich verkleiden könnte. Oh. Eisenerz, sehr geil. Hier ist übrigens der Code mit dem Tresor. Wisst ihr es noch? Okay, wir brauchen... Moment. Wir machen nochmal das Radio an. Bewohner Magalans, haltet euch an das Gebot der Reinheit. Für jeden, der bei Kräften ist und den Elex entsagen kann, ist ein Platz im Haupt von Ignadon frei. Einheit und Technik sind unsere Zukunft. Ihr werdet Herber aus dem Ort. Wir gucken mal, was wir da von der Nachricht bekommen haben. Vielleicht steht da aber auch was drin. Hinterlassene Nachricht, glaube ich, hier. Wo bist du? Haben alles nach dir abgesucht. Ein toller Anführer, der mitten in der Nacht verschwindet. Falls du zurückkehrst, wir sind zurück in die Stadt aufgebrochen. Nummerierter Zettel 2, 3, 1. Das Weiße Haus steht erst einen Sommer. Vier Häuser, Teil 2. Die Warnmeldung, zerknüllter Zettel. Heute Abend bei Einbruch der Dunkel 200 Elix mitbringen. Nicht vergessen, das Stimmfeuer zu testen. Noch nicht mal von Dick verarschen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Oh lol. Dick ist der Typ gewesen, warum er sich umgebracht hat, oder? Der hat dadurch das Dings bekommen. Alles Gute für meinen süßen Enkel. Der 14.3. ist eine ganz besondere Zahl. Hoffentlich gefällt dir der Inhalt des Päckchens. Der 14.3. Okay, das geht hier nicht, schade. Foto 15, Kartenstück, verwirrtes Bild. Ah, lol, das ist... Okay, krass. Ah, die Musik. Wir wollen am Samstag bei schönem Wetter eine kleine Grillparty machen. Ihr seid natürlich herzlich mit eurem Sohn eingeladen. Liebe Grüße, Familie Samson. Schuldenbuch. Das gehen wir wann anders mal durch. Können wir hier mal irgendwas eingeben? Sowas wie 7, 8, 4, 5. Hacken. Finde die richtige Option mit Hilfe der Gleichung. Einige Ziffern sind größer oder kleiner als die anderen. Grüne Ziffern sind korrekt und bleiben stehen. Gelbe sind an der falschen Stelle und rote sind nicht in der Kombination. Okay, 7, 8, 7, 5, 2. 8, 4, Enter, 7 und 8 stimmt, 2, 3, 7, 8, 3, 2, Enter. Oh, nice, ich hab gehackt, da war einfach nichts drin. Okay, jetzt haben wir das auch mal erlebt, coole Sache eigentlich.
Musik geht voll ab. Die laufen hier immer noch Patrouille. In der Zeit kann ich hier alles durchsuchen. Wir gehen noch aufs Dach gucken. Sieht gut aus. Da können wir aber jetzt auch schnell rüber, wenn die da drüben sind. Macht Spaß sowas. Ich liebe es, wenn du so heimlich dann noch ein bisschen... Alles klar. Voll athletisch hier. Ciao. Hier scheint aber... Oh doch, hier. Metallschrott. Metallschrott. Zurückgelassene Nachricht. Es tut uns leid. Diese Entscheidung war nicht leicht. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Talan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Folgt uns, wenn ihr eine Zukunft wollt. Wir haben den Untergang überlebt. Das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. Lebt wohl. Mhm. So, wir speichern ab. What the fuck ist das von... Ich hab das Gefühl, die wird uns töten. Wisst ihr, was ich meine mit meinem Gefühl? Weil das ist eine normale, keine kranke oder schwache. Alter, wie lange trägst du eigentlich? Müssen wir weg. Habt ihr gesehen, da oben ist was? Das nehmen wir natürlich mit. Finde ich cool, dass du eigentlich immer überall irgendwas findest. Durchschlagender Speer. Kann ich das beim Bogen benutzen? Nee, ist wahrscheinlich für irgendwas anderes. Alles klar. Wie sitzt da runter, wie wir da liegen? Duras, ein überaus mutiger und starker Kämpfer. Ja, es wäre vielleicht ganz gut am Anfang irgendeinen Kollegen zu haben, der uns ein bisschen begleitet und hier alles niederschlachtet, bis wir genug XP haben. Da liegt ein Foto. Wir sind tot. Lagerbericht. Schwefelbock. Weg. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Huh. Ciao. Alter. Wir hauen ab. Ciao, Ladies. Ja, ich habe das Kraut gesehen, aber gerade keine Zeit, leider. Oh, so, wir speichern ab. Da ist noch ein Haus. Wie weit sind wir eigentlich noch entfernt? Ach, wir waren schon da. Das ist hier irgendwo. Ach, da. Ja, ja, ich sehe es. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Wir sind da. Hi. Du warst es, so siehst du aus. Wir speichern ab. Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, oder? Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Torgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar?
Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Das weißt du besser als ich. Ich verlasse unseren Stützpunkt nur selten. Denn nur die Palisaden bieten halbwegs Schutz. Wenn du allerdings im Dickicht überrascht wirst, sieht es meist anders aus. Also sei vorsichtig. Verlass dich auf dein Gehör und schärf dein Auge. Dann passiert dir nichts. Wie ist die Lage? Na, sieh dich doch mal um. Dann kommst du vielleicht von alleine drauf. Ein Weltenherz zu bewachen ist keine einfache Aufgabe. Und jedes Mal, wenn es einen unserer Leute zerlegt, schnürt sich mir die Luft ab. Schließlich zählt jeder Mann. Euer Posten sieht unterbesetzt aus. Ragnar, unser Anführer, hat mir eine stattliche Eskorte zugeteilt. Einige von ihnen habe ich mit einem unserer Setzer zu einem Hof in der Nähe der Kuppelstadt geschickt. Dort sollten sie ein paar Vorräte für uns auftreiben. Dass sie noch nicht zurück sind, verheißt nichts Gutes. Zumal es nicht angehen kann, dass Rock, also dieser Setzer, mich hier hängen lässt. Ich verstehe nichts von der Pflege eines Weltenherzes. Das ist seine Aufgabe. Okay. Ich kläre die Sache mit deinem Setzer. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das Angebot ablehnen würde. Sei aber vorsichtig. Es muss einen Grund geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Zur Erinnerung, unterhalb der Kuppelstadt findest du ein Gehöft. Dort solltest du nach ihm suchen. Alles klar. Der Berserker Asko ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das geschehen? Er wurde ermordet. Verdammt. Ich wusste es. Er war einfach zu ehrgeizig. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Askor wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Askor hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Askor war ein guter Mann. Du kanntest Askor gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. Ich glaube auch nicht, dass der das war. Wann hast du Askor das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa. Hier oben kriegt man frische Luft und... Naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Es ist... So beengend alles. Und nachts erst. Nein, nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Das will ich meinen. Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Askors Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Hoffentlich findest du das Schwein. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Das kann ja nur der letzte in dem Fall sein. Oh, Mana. Wir gucken uns hier noch kurz um. Geldbündel, Elektroschrott, Teil 1, kleiner Heiltrank, sehr geil. Oh, was sind denn das für welche? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wir reden später. Wir werden nie reden, das ist gelogen. Das ist alles gelogen, wir werden nie reden. Nie. Ich kann jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Ganz ehrlich, so unterbesetzt sind die doch gar nicht. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt hier runter kurz. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und wir gehen jetzt gleich zum letzten. Weit ist es nicht mehr. Ne, es ist eigentlich nur hier unter der Kuppel, da müssen wir sowieso hin.
Da müssen wir so oder so hin, glaube ich, klar. Das ist, glaube ich, auch die Quest mit dem Rock, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit.